Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich danke für den ganz, ganz herzlichen Applaus schon zu Beginn. Der Film hat es gezeigt. Wir haben in diesem Jahr eine großartige Gemeinschaftsleistung vollbracht. Wir haben einen Landtagswahlkampf hingelegt, bei dem wir das beste Ergebnis aller Zeiten erreicht haben. Mit den richtigen Themen, die konsequent auf Zukunft setzen. Mit einer offensiven Kampagne und Riesenengagement der gesamten Partei. Mit einem Kurs der Eigenständigkeit und Offenheit in alle politischen Lager hinein. Dieser Kurs hat sich ausgezahlt, weil wir aus allen politischen Lagern Stimmen dazugewonnen haben. Das zeigt, die Menschen trauen uns etwas zu und wissen, dass wir um unserer Inhalte willen politische Macht erwerben wollen. Und sie wollen, dass wir gestalten. Dieses Vertrauen werden wir nicht enttäuschen. Wir hatten drei Kernziele. Schwarz-Gelb in NRW ablösen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man nach nur einer Legislaturperiode eine Regierung wieder aus dem Amt bekommt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir wollten die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundesrat knacken. Auch das haben wir geschafft. Und das ist sowieso das Ergebnis der Landtagswahl von Nordrhein-Westfalen, dass eine bestimmte Politik, für die auch privat vor Staat steht, keine Mehrheit nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in ganz Deutschland mehr hat. Wir wollten zweistellig und dritte Kraft werden. Das haben wir klar geschafft. Wir wollten eine rot-grüne Mehrheitsregierung bilden. Das haben wir ganz knapp nicht geschafft. Damit, liebe Freundinnen und Freunde, bin ich beim zweiten Teil der Gemeinschaftsleistung dieser Partei. Wir haben knapp 6 Wochen nach der Wahl eine Phase sehr anstrengender Sondierungsgespräche hinter uns. Die hat die Verhandlungskommission verantwortlich geführt. Und ihr als Gesamtpartei seid diesen Weg mal bangend, mal hoffend mitgegangen. Ihr habt uns den Rücken gestärkt die ganze Zeit über. Und dafür sage ich im Namen der gesamten Verhandlungskommission und auch persönlich ganz, ganz herzlichen Dank. Und lasst mich auch was ganz Persönliches sagen. In Hamm bei meiner Wahl zur Spitzenkandidatin habe ich um euer Vertrauen geworben. Das habt ihr mir gegeben. Ihr habt mir was zugetraut und das hat mich stark gemacht. Ihr habt mir an dieser Herausforderung Spitzenkandidatin, an der ich natürlich wachsen musste, da habt ihr mich auch dran wachsen lassen und ihr habt es mir leicht gemacht. Und natürlich ist es eine schöne Erfahrung, wenn nach der Elefantenrunde SMS von A bis Z ankommen. Von Martin Sebastian Abel über Mona Neubauer, etliche Martinas bis hin zu Robert Zion. Da habe ich dann gedacht, da muss es ja wohl wirklich ganz gut gewesen sein. Der Wahlkampf und die Tour durchs Land, und das zeigen auch die Bilder, die strahlen auch was aus. Die haben mir und die haben, glaube ich, der ganzen Partei Riesenspaß gemacht. Und ich danke wirklich von ganzem Herzen allen, die zu dem Gelingen beigetragen haben. In der Fraktion, in der Landesgeschäftsstelle, in den Teams, die ganzen Praktikantinnen und Praktikanten, in der Wahlkampfkommission, in den Kreis- und Ortsverbänden. Dieses Ergebnis ist unser gemeinsamer Erfolg, liebe Freundinnen und Freunde. Und den dürfen wir feiern und da dürfen wir uns darüber freuen. Auch wenn noch so viel Arbeit vor uns liegt. Und das Ergebnis zeigt, 12,1% zeigen, NRW will und braucht mehr Grün. Gestern hatten wir Joachim Gauck, den Kandidaten für das Bundespräsidentenamt, bei SPD und Grünen zu Gast. Das Gespräch war eine Sternstunde des politischen Diskurses. Es war eine Wohltat für Kopf und Herz. Sein Thema ist die Freiheit. Eine Freiheit, die Verantwortung heißt. Erwachsene Freiheit hat er das genannt. Jeder Einzelne hat Verantwortung, diese ihm gewährte Freiheit zum eigenen und zum Wohl aller einzusetzen.
Joachim Gauck hat gesagt, zu Nordrhein-Westfalen sage ich nichts, weil die politische Situation hier in NRW und die Wahl zum Bundespräsidenten nichts miteinander zu tun haben, weil er seine Kandidatur gerade nicht als parteipolitische Kandidatur betrachtet. Und doch hat er zu Nordrhein-Westfalen ganz viel gesagt. Wenn er von Freiheit als Verantwortung spricht und ich dann die frei gewählten Abgeordneten im Parlament vor Augen habe und dann an das, was wir und die SPD nun entschieden haben, dann gibt es genau da einen Zusammenhang. Wir sind ab sofort auf der Suche nach wechselnden Mehrheiten. Und jede Fraktion, jede und jeder einzelne Abgeordnete hat die Freiheit und die Verantwortung, sich zu entscheiden, unsere Einladung zur Zusammenarbeit anzunehmen. Und jede Fraktion, jede und jeder einzelne Abgeordnete hat diese Entscheidung in Verantwortung für das Land, für die Menschen in diesem Land zu treffen. Liebe Freundinnen und Freunde, seit dem 9. Mai gibt es trotz aller Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen eine Konstante. Die Menschen wollen mehrheitlich einen sozial-ökologischen Politikwechsel für Nordrhein-Westfalen. Das ist die Konstante und das Ergebnis dieser Landtagswahl. Dieser Anspruch hat uns ein Rekordergebnis gebracht, weil wir klar, glaubwürdig und überzeugend für diesen Politikwechsel eingetreten sind. Und darum stehen wir jetzt auch in einer ganz besonderen Verantwortung. Diesen Politikwechsel soll es und wird es jetzt geben. Grüne und SPD werden ihn anführen und ihn gemeinsam mit allen gehen, die sich daran beteiligen wollen. Unser wunderbares Motto "Macht mehr möglich" passt auch zu diesem Prozess. Das gilt für das Parlament, aber das gilt vielleicht noch mehr für die Gesellschaft, die vielen gesellschaftlichen Gruppen, die wir natürlich auch einladen, mitzuwirken an diesem neuen Weg jetzt für Nordrhein-Westfalen. Wir müssen noch mehr, als wir das sowieso tun, mit allen gesellschaftlichen Gruppen, die Veränderung wollen, um Unterstützung werben, dass sie auch auf das Parlament einwirken, auf die Fraktionen einwirken, dass sie diesen Weg mitgehen. Dann kommen wir vielleicht zu größeren Konsensen, als es im Moment auf dem Papier und vom Verhalten der anderen aussieht. Und dann kann in Nordrhein-Westfalen eine neue demokratische Kultur entstehen. Denn wir werden in Nordrhein-Westfalen und für Nordrhein-Westfalen ein Wagnis eingehen, das sich für ganz Deutschland als Stärkung der Demokratie erweisen kann. Ich will das ausdrücklich und um keinen Preis überhöhen. Wir haben alle auch Bauchschmerzen dabei. Wir wissen nicht, ob auf Konfrontation gesetzt wird oder auf Mitgehen. Denn die nun von uns und der SPD angestrebte Minderheitsregierung ist ein Risiko. Aber in jedem Risiko steckt eine Chance, und diese Chance wollen wir Grüne nutzen. Wir können uns auf diese Herausforderung auch freuen, ja, aber wir müssen auf dem Teppich bleiben. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wir haben nicht die Mehrheit, sondern sind knapp in der Minderheit. Das muss uns in allem Tun immer bewusst bleiben. Und das bedeutet für eine rot-grüne Zusammenarbeit immer auf die anderen zugehen, auch in Einzelfragen. Aber auch größtmögliche Transparenz und größtmögliche Demokratie. Nur dann kann die Minderheitsregierung dauerhaft agieren und ist keine Übergangslösung, die zum Scheitern verurteilt. Und gibt es bei den anderen Fraktionen keinen Willen zur Zusammenarbeit, dann wird es schwierig, diese Minderheitsregierung zum Erfolg für die Menschen in NRW zu machen. Das ist die Herausforderung, das ist die Chance. Und ich glaube, uns Grünen kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu, und die wollen wir, die will ich auch annehmen. Wir sind bei der Landtagswahl angetreten, um unseren Zukunftsplan umzusetzen und Schwarz-Gelb zu stoppen. Und nach wie vor gilt, wir brauchen dringend eine grüne, ökologische, industrielle Revolution, weil sie unserer gesamten Gesellschaft die Zukunft eröffnet. Gute Bildung, längeres gemeinsames Lernen ist der Schlüssel für Wirtschaftsstärke, Solidarität, Zukunftsfähigkeit und soziale Gerechtigkeit. NRW kann und muss der Ausgangspunkt dazu werden, und zwar so schnell wie möglich. Und wenn nicht,
dann verfehlen wir die Klimaschutzziele in ganz Deutschland, schaffen keine neuen Arbeitsplätze, verpassen den Bildungsaufbruch, machen unsere Städte und Gemeinden nicht wieder handlungsfähig. Genau das wollen wir nicht. Und wir haben dank unseres großartigen Wahlergebnisses nun 23 Abgeordnete im Landtag, die sich für die Ziele unseres Zukunftsplans im Parlament einsetzen werden. Dafür haben wir gekämpft und geackert, und das werden wir alle gemeinsam weiter tun. Eigenständig, selbstbewusst, aber ohne Überheblichkeit. Und wir werden jetzt heute daran arbeiten, ab heute so viele Inhalte wie möglich in die Tat umzusetzen. Denn wir haben den Anspruch und den Auftrag, den Wählerwillen ernst zu nehmen. Und dieser Wählerwille, das müssen wir immer wieder sagen aufgrund der öffentlichen Diskussion, dieser Wählerwille ist eindeutig. Er will einen ökologisch-sozialen Politikwechsel mit uns Grünen an der inhaltlichen Spitze. NRW braucht mehr Grün, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will es noch mal kurz skizzieren. Mit diesem Anspruch und dieser Einstellung sind wir in die verschiedenen Sondierungsgespräche gegangen. Sehr eng abgestimmt mit der SPD, weil von Anfang an klar war, nur gemeinsam haben wir die Chance, diesen gewählten und gewollten Politikwechsel umzusetzen. Wir haben zunächst zu zweit gesprochen, uns mit der SPD auf Eckpunkte verständigt, die wir gemeinsam durchtragen. Dann gingen Einladungen an Linkspartei und FDP. Als die FDP zunächst ausschlug, blieb die Linkspartei. Wir sind skeptisch, aber hoffnungsvoll, fair und ernsthaft in dieses Gespräch gegangen. Herausgekommen sind wir vor allem ernüchtert. Ich selbst hätte mir so viel politische Unreife gepaart mit einer Geschichtslosigkeit sondergleichen nicht vorstellen können. Diese Linkspartei war nicht bereit, sich mit ihrer eigenen Vergangenheit kritisch und nach vorne gerichtet auseinanderzusetzen. Sie war nicht bereit, einem demokratischen Grundkonsens zuzustimmen. Und da war die Debatte zur DDR ja nur der von Ihnen selbst verursachte und beförderte Lackmustest. Und wer schon in dieser Frage nicht in der Lage ist, klar, geschlossen und eindeutig demokratisch aufzutreten, der wird es in ganz anderen öffentlichen Debatten erst recht nicht schaffen. Dass die Linkspartei und nicht nur die in NRW ihr Verhältnis zu unserem Staat und ihrer eigenen Vergangenheit und Verantwortung nicht geklärt hat, ist auch an ihrer Reaktion zur Kandidatur von Joachim Gauck deutlich geworden. Und wenn sich die Partei dann auch noch vorbehalten will, gegen gemeinsam getroffene Beschlüsse mobil zu machen, keinerlei Bereitschaft zu nachhaltiger Haushaltspolitik gezeigt hat, Parolen und nicht Substanz bietet, dann ist klar, diese Linkspartei, so wie sie gerade aufgestellt ist, ist nicht regierungsfähig. Mit dieser Linkspartei als Regierungspartner wären wir regelmäßig vorgeführt worden. Und dann wäre ein Schaden für uns Grüne entstanden. Auch darum mussten wir so klar und so eindeutig entscheiden. Das war nüchtern, das war ernüchternd. Und es brauchte in unserer Verhandlungsgruppe nach den Gesprächen eigentlich nur weniger Blicke, um festzustellen, das sehen alle so ausnahmslos. Und trotzdem werden wir nun bei Einzelfragen immer wieder sehen, ob und wo die Linkspartei bereit ist, eben doch Verantwortung in Einzelfragen zu übernehmen und mitzutragen und für das gesamte Land Verantwortung zu übernehmen. Nach einigen Wirrungen war die FDP dann doch noch bereit, unsere Einladung anzunehmen. Auch hier sind wir zwar mit einer gewissen Skepsis, aber ernsthaft und offen in die Gespräche gegangen. Und wir haben dadurch eine neue Gesprächsbasis gefunden, uns intensiv und ausführlich ausgetauscht. Aber letztlich wurde klar, die FDP war insgesamt nicht zu einem Politikwechsel bereit. Da saßen zwei Gruppen, und bei aller teilweisen Bewegungsrhetorik blieb bis zum Schluss völlig im Nebel, wo sich denn die FDP inhaltlich tatsächlich bewegen würde.
Und ein Aufbruch zu neuen inhaltlichen Ufern jenseits von Privat vor Staat war nicht erkennbar und ausdrücklich auch nicht gewollt. Das muss man hier ganz klar festhalten. Und ich habe mich eben deshalb umso mehr gefreut, als der Bürgermeister Knapp gesagt hat, dieses Motto ist gestern. Und wenn eine Partei immer noch an diesem Motto festhält, dann können wir Grüne nicht erkennen, dass das für uns ein guter Partner wäre. Und als wir zu inhaltlichen Punkten Klarheit haben wollten, die hat die FDP sie uns nicht gegeben, sondern sie hat gesagt, okay, dann brechen wir diese Sondierungen ab und haben uns keine Antworten gegeben. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, stellt sich auch die Frage nach Jamaika nicht. Warum sollte die FDP plötzlich beweglicher sein, wenn die SPD durch eine Rüttgers-CDU ersetzt würde? Das ist doch irgendwie offenkundig. Und wir haben Jamaika vor der Wahl abgelehnt. Und das war richtig, weil wir einer abgewählten Koalition nicht als Mehrheitsbeschaffer dienen wollen. Uns geht es dabei nicht um Farbenspiele, sondern um Inhalte. Und ich finde, auf die Zukunft gesagt, das ist sicher nicht heute Thema, aber auf die Zukunft gesagt, müssen wir das von Fall zu Fall entscheiden. Je nach Lage der Dinge. Und dabei können wir es uns aufgrund unserer gewonnenen Stärke leisten, nicht nur eigenständig, sondern souverän zu agieren. Unsere Glaubwürdigkeit wird nicht leiden, wenn die Inhalte stimmen. Das hat das Wahlergebnis gezeigt. Liebe Freundinnen und Freunde, nach dem Scheitern der Gespräche war die SPD am Zug, und es ist erst eine Woche her. Sie musste sagen, was sie will, und sie hat es nun getan. Und ich habe großen Respekt vor dieser Entscheidung, insbesondere auch vor der Entscheidung von Hannelore Kraft. Wenn Politik sich nachvollziehbar korrigiert, ist das kein Ausdruck von Schwäche, sondern gerade Ausdruck von Stärke. Und deswegen haben wir natürlich sehr schnell diese Entscheidung begrüßt und haben sie unmittelbar auch einstimmig als Verhandlungskommission angefangen umzusetzen. Wir Grüne sind überzeugt, diese rot-grüne Minderheitsregierung ist angesichts der Lage jetzt für NRW die beste, die richtige Entscheidung. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben zwar ein Patt, aber nur eins zwischen SPD und CDU. Zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb gibt es dieses Patt nicht, weil wir Grüne die FDP klar abgehängt haben. Deshalb, es gibt kein politisches Patt. Im Gegenteil, es gibt politische Mehrheiten, die wir jetzt nutzen müssen. Wer einen echten Politikwechsel im Land will, der muss auch bereit sein, genau dafür in die Verantwortung zu gehen. Wer einen echten Politikwechsel im Land will, braucht eine unterstützende Exekutive im Rücken, gerade wenn es schon im Parlament nicht zur absoluten Mehrheit reicht. Wer einen echten Politikwechsel im Land will, der muss auch bereit sein, dafür ein für Deutschland weitgehend unbekanntes Wagnis einzugehen. SPD und Grüne haben nun gemeinsam erkannt, was das Richtige für NRW ist, was das demokratisch Gewollte ist, was durch unsere Verfassung legitimiert ist und was den sozial-ökologischen Politikwechsel am ehesten ermöglicht. Wer also mehr möglich macht in diesem Land. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, gibt es keinen Grund mehr zu zögern, sondern nach allen Gesprächen klar zu sagen, diese Minderheitsregierung ist jetzt das Richtige für Nordrhein-Westfalen. Und natürlich, es gibt noch einen weiteren Grund für diesen Schritt. Schwarz-Gelb stoppen heißt nicht nur CDU und FDP im Land ablösen. Wir müssen und wollen Schwarz-Gelb auch im Bund stoppen, liebe Freundinnen und Freunde. Auch dafür sind wir angetreten. Das haben wir zu Recht auch
zum Schwerpunkt in der politischen Auseinandersetzung im Wahlkampf gemacht. Und das haben wir gewonnen. Und deswegen müssen wir diesen Regierungswechsel schaffen, damit der Ausstieg aus dem Atomausstieg im Bundesrat gestoppt wird, damit der soziale Kahlschlag durch das Sparpaket gestoppt wird und damit im Bundesrat auch die Kopfpauschale nicht zum Zuge kommt. Wir hören ja heute, dass CDU und FDP dabei sind, irgendwas vorzulegen. Und auch was die Frage der Gemeindefinanzen angeht, wird auch im Bundesrat darüber entschieden. Und wir brauchen eine andere Finanzpolitik, damit unser Staat handlungsfähig ist und damit auch die Kommunen in Nordrhein-Westfalen handlungsfähiger werden, als sie das heute sind. Ich will noch mal darauf zurückkommen. Eine Minderheitsregierung ist nicht das, was wir uns erträumt haben. Nein, beileibe nicht. Wenn wir für alle Vorhaben Mehrheiten suchen müssen, wird das sehr anstrengend und nicht immer erfreulich sein. Aber in einer rot-grünen Minderheitsregierung liegt auch eine Chance. Die Chance, das Parlament zu stärken mit einer lebendigeren demokratischen Debattenkultur und dem Ringen um den richtigen Weg. Dann wird sich auch beweisen, wie ernst Herr Rüttgers und die CDU die kurzzeitigen Aussagen über eine neue Zusammenarbeit aller Parteien waren. Galt das nur so lange, wie seine CDU und er selbst Minderheitsregierung sind? Oder gilt das grundsätzlich, lieber Herr Rüttgers? Da werden wir auf Ihre Worte zurückkommen. Im Grunde geht es um die Frage, geht es CDU und FDP um das Land? Geht es um Lösung und Mitwirkung oder Blockade? Geht es darum, Verantwortung für das Land zu tragen, oder geht es nur darum, die eigene Macht abzusichern? Geht es darum, uns jetzt sozusagen auf die Zusammenarbeit mit der Linkspartei hinzuschieben und hinzureden, um es nachher anzugreifen? Das ist Politikverweigerung, liebe Freundinnen und Freunde, und das ist nicht Verantwortung für Nordrhein-Westfalen. Das will ich in aller Klarheit sehr, sehr deutlich sagen. Und ich glaube, dass diese Entscheidung beileibe noch nicht gefallen ist, auch wenn die Äußerungen von Minderheitsministerpräsident Rüttgers am Tag der Entscheidung und danach nichts Gutes ahnen ließen. Und wenn Herr Pinkwart am einen Tag in einem Interview sagt, die Zusammenarbeit mit der CDU ist beendet, wir gehen jetzt unseren eigenen Weg, und am gleichen Tag, nachdem die Entscheidung der SPD gefallen war, sagt, wir wählen jetzt alle Jürgen Rüttgers, ohne seine Fraktion überhaupt gefragt zu haben, dann spricht das doch noch mal Bände, was die Zuverlässigkeit bzw. Unzuverlässigkeit dieser FDP angeht. Die wissen ja noch gar nicht mal, ob Jürgen Rüttgers überhaupt noch antritt. So viel noch mal an dieser Stelle zur FDP, liebe Freundinnen und Freunde. Sie spucken Gift und Galle, und man möchte da auch gerne dagegen hauen, aber ich empfehle ein anderes Gegengift. Ich empfehle Freundlichkeit, wiederholte Einladungen und Lächeln. Lieber Herr Rüttgers, lieber Herr Pinkwart, wir werden Sie gerne und überzeugt anlächeln, weil es uns um Nordrhein-Westfalen geht und weil wir verstanden haben, dass dieses Fünf-Parteien-Parlament eine Herausforderung für alle ist und auch für Sie. Und ich hoffe, dass Sie sich auf den Weg machen werden, mitzugehen und mitzuarbeiten an der Zukunft Nordrhein-Westfalens. Denn dann, wenn Sie sich auf den Weg machen, dann kann eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten im Parlament eine Chance für das Land und die Demokratie sein. Eine Stärkung des Parlaments und des freien Mandats. Eine Chance für alle Parteien, gemeinsam etwas gegen Partei- und Politikverdrossenheit zu tun. Das ist eine Hoffnung, eine vage Hoffnung, weil unsere Auseinandersetzung, da haben wir auch zu beigetragen, natürlich geprägt sind durch die alten Muster Regierung gegen Opposition, egal wer regiert hat. Das liegt nahe, dass man das so tut. Da müssen wir uns auch selber neu dran orientieren und müssen neue Wege gehen. Und wir als Grüne sind, glaube ich, die, die das am besten können, weil wir aufgehört haben, zumindest in Teilen in Freund-Feind-Schemata zu sehen und weil wir so gut gepunktet haben, auch in der Mitte der Gesellschaft für unsere Ziele. Also hoffen wir doch, dass wir auch punkten können für diesen neuen Weg und viele Menschen mitnehmen auf diesen neuen Weg und uns immer wieder neu die Unterstützung dafür holen.
Und deswegen schöpfen wir natürlich auch Hoffnung aus den ernsthaften und offenen Sondierungsgesprächen in der jüngsten Zeit. Und wenn wir diese Gesprächsbasis am Leben erhalten, kann eine Minderheitsregierung im Fünf-Parteien-System mehr als eine Notlösung sein. Diese Chance wollen wir Grüne wagen. Es ist eine Chance auf mehr Miteinander, mehr Sachlichkeit und mehr Inhaltlichkeit. Und ich will ein paar Beispiele nennen. Warum sollen wir, Grüne und SPD, nicht gemeinsam mit den Abgeordneten der FDP für einen besseren Datenschutz sorgen, für mehr Bürgerrechte sorgen? Warum wollen die da nicht mitgehen, liebe Freundinnen und Freunde? Warum sollen wir, Grüne und SPD, nicht gemeinsam mit der CDU endlich den Antrag zur Inklusion auf den Weg bringen? Will gerade Herr Laschet, der angeknüpft hat an eine interfraktionelle Initiative im Nordrhein-Westfälischen Landtag um das Riesenthema Integration unserer Gesellschaft, was in Nordrhein-Westfalen ein besonderes Thema ist, wo er für gestanden hat als Person und darauf aufbauen konnte, will er sich ernsthaft und seine Partei sich ernsthaft verweigern, wenn wir sagen, wir gehen diesen Weg fort und natürlich wollen wir euch weiterhin dabei an der Seite haben, weil das ein Beitrag ist, die Spaltung, die es in diesen Bereichen immer noch gibt, auch zu überwinden. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Herr Laschet sich diesem Weg verweigern wird. Und wenn er es tut, fällt es auf ihn zurück und nicht auf uns zurück, liebe Freundinnen und Freunde. Und warum sollen wir, Grüne und SPD, nicht gemeinsam mit Abgeordneten der Linkspartei für mehr Arbeitnehmerrechte sorgen? Warum sollen wir das nicht tun, weil die, die im Parlament sind, dafür demokratisch legitimiert sind? Und warum sollen wir, SPD und Grüne, nicht sogar gemeinsam mit Abgeordneten der CDU und Abgeordneten der Linkspartei unser Stadtwerke-Rettungsgesetz verabschieden? Das ist doch die Herausforderung. Lassen wir doch dann... Dann wird doch viel klarer, welche Partei für welche Ziele steht. Und wollen sich CDU und FDP weiterhin ernsthaft verweigern, wenn es darum geht, die Herausforderung, den Umbau des Schulsystems anzupacken, zu verweigern? Wollen Sie das wirklich weiterhin tun? Ich finde das unverantwortlich und fände das unverantwortlich, sage ich ausdrücklich dazu, weil es um die Kinder geht, es geht um die Sozialpolitik bei dieser Frage und es geht auch um die Wirtschaftspolitik. Und wir haben die Töne ja gehört. Wir haben sie von Herrn Rüttgers gehört. Es ginge um Schulfrieden und es ginge darum, jetzt anzupacken, einen Weg, der 10 Jahre hält. Jawohl, das finden wir auch, dazu laden wir ein. Und wir haben auch Herrn Krautscheid gehört, als die Entscheidung der SPD noch nicht gefallen war, dass es darum ginge, die Kommunen zu stärken, um innovative Schulentwicklungsprozesse möglich zu machen. Ich habe mir diese Zitate beiseite gelegt, Herr Krautscheid, und ich werde darauf zurückkommen. Das verspreche ich Ihnen. Und das ist unser Auftrag und unsere Verantwortung, liebe Freundinnen und Freunde. Und jetzt wird uns ja vielfach die Frage der Stabilität gestellt. Natürlich, das liegt nahe. Und ich frage euch, was ist denn stabiler? Eine schwarz-gelbe Minderheitsregierung mit 80 Abgeordneten oder eine rot-grüne Minderheitsregierung mit 90 Abgeordneten? Klar. Und übrigens ist diese hochzerstrittene, handlungsunfähige schwarz-gelbe Bundesregierung mit ihrer satten Mehrheit der Mandate denn stabil? Ist das denn, was wir im Moment in Berlin erleben, trotz satter Mehrheiten, ist das stabil? Ist das eine gute Politik für Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde? Und ich verspreche euch, und ich bin da ganz gelassen, den Wettstreit mit dem Trio Merkel, Westerwelle, Seehofer nimmt das Duo Kraft, Löhrmann gerne auf. Und diesen Wettstreit werden wir gewinnen.
Wir können uns zwar in aller Deutlichkeit gegenseitig unsere Meinung sagen, Hannelore Kraft und ich, aber wir verletzen uns dabei nicht persönlich und wir können uns im Zweifel sogar trösten. Und insofern war das ein Teil des Applauses, auch der, den Hannelore Kraft in Dortmund hoffentlich auch bekommt, wenn sie Ähnliches sagt. Liebe Freundinnen und Freunde, eins müssen wir immer wieder ganz klar sagen. Die nordrhein-westfälische Landesverfassung sieht ausdrücklich die Bildung einer Minderheitsregierung vor. Und wir haben entsprechende Paragraphen. Wir haben 4 Wahlgänge zur Wahl der Ministerpräsidentin. Und im 4. Wahlgang sind wir auf keine Stimme einer anderen Partei angewiesen. Das muss man immer wieder ganz deutlich sagen, denen, die uns nämlich sozusagen da reindrängen wollen, dass wir zu irgendwelchen Zugeständnissen an die Linkspartei oder an eine andere Partei im Vorhinein gezwungen wären. Das ist nicht der Fall. Es reicht schon eine Mehrheit im 2. Wahlgang, aber im 4. Wahlgang wird es ganz deutlich, dass es keiner Zustimmung von irgendeiner anderen Fraktion oder Partei bedarf. Das ist wichtig, das müsst ihr sagen, weil das zum Teil immer noch falsch dargestellt wird, interessegeleitet falsch dargestellt wird, weil das Teil der Strategie von Schwarz-Gelb ist, uns sozusagen in die, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, linke Ecke zu drängen. Das müssen wir ganz klar sagen. Die Minderheitsregierung führt unter den gegebenen Bedingungen in NRW zu klaren Verhältnissen. Sie ist Chance und Risiko, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mit Joachim Gauck begonnen und will mit ihm schließen. In seiner Berliner Rede zur Freiheit sagt er: Ich aber wünsche mir Mitbürgerinnen und Mitbürger, die lieber irren, wenn sie Initiative ergreifen und einen neuen Weg gehen, als solche, die nie an etwas schuld sind. In diesem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde, nehmen wir uns die Freiheit, in Verantwortung vor den Menschen in Nordrhein-Westfalen zu neuen Ufern aufzubrechen. Lasst uns Neues wagen. Lasst uns für und mit den Menschen mehr möglich machen. Und dafür, weil das ein schwerer Weg ist, bitte ich heute um euer Vertrauen. Die Gemeinschaftsleistung Grün geht weiter in Nordrhein-Westfalen. Ich danke euch.